Ich bin der Christian Freisleben und ich bin trage bei uns den großartigen Titel Fachverantwortlicher Inverted Classroom und habe dadurch unsagbare Machtmöglichkeiten. Ich habe hier eingeladen drei wirklich tolle Kolleginnen, von zwei sozusagen Inverted Classroom von der ersten Stunde an mitgetragen haben. Und ich darf euch bitten, dass ihr euch zuerst kurz vorstellt. Liebe Heidi, bitte sag was zu dir. Ja, hallo in die Runde, Heidemarie Rammler. Ich bin, wie der Christian schon angedeutet hat, sehr lange schon im Bereich des Inverted Classrooms unterwegs und zwar im Fachgebiet der Diätologie. Also unsere Studierenden lernen und erlernen die Ernährungstherapie in unterschiedlichen Erkrankungssettings und Erkrankungsphasen. Und ich habe vor einigen Jahren probiert, den Inverted Classroom anzuwenden und bin bis dato nicht mehr davon losgekommen. Das freut mich sehr. Und dann haben wir noch die liebe Anita. Ja, hallo, ich bin Anita Kittredge, auch von der Fachhochschule St. Pölten und ich unterrichte jetzt schon 5 Jahre im Fach Neurologie. Und noch in anderen Fächern, Inverted Classroom, auch im Masterlehrgang mit interdisziplinären Fächern. Wunderbar. Und eine Lehrende, die seit Kürzerem bei uns ist, aber umso mehr engagiert ist, ist die Janja. Hallo, ich bin Janja Dörsch, ich bin erst seit quasi 2021 Schule, Studienjahr 21 an der F-Rhein St. Pölten, habe aber sofort mit dem Inverted Classroom Modell angefangen, weil ich einfach die Idee so toll finde. Unterrichte in zwei Studiengängen, also Masterlehrgängen. Ja. Gut, vielen Dank. Wir werden zuerst, werde ich ein paar Fragen stellen und dann gibt es natürlich die Möglichkeit, dass hier Anwesende an die Fragen stellen und dann werden wir miteinander uns anschauen, ja, was macht denn für uns Inverted Classroom Modell aus und was könnte es in Zukunft noch stärker ausmachen, weil es soll ja ein Innovationsdialog sein, also die innovativen Ideen, die die Kolleginnen hier umgesetzt haben, weiterzuentwickeln. Die erste Frage an euch drei ist: Was bedeutet für dich Inverted Classroom Modell in einem Satz? Und bitte tatsächlich ein Satz. Bitte Heidi. Ja, genau, der eine Satz. Für mich bedeutet ICM, dass ich anhand von praktischen Anwendungsbeispielen und von Falldiskussionen mein Fachgebiet vertiefend vermittle und ganz bewusst die Kommunikationskompetenz da unterstreiche und trainiere. Anita, was bedeutet für dich ASM in einem Satz? I can motivate myself. I can motivate. Ich bin tief beeindruckt, sehr schön. Und Janja, was bedeutet für dich ASM in einem Satz? Zeit, also in der Präsenzphase mit Studierenden Zeit für Diskussionen zu haben und um den Transfer in die Praxis danach vorzubereiten. Sehr schön, ich bin begeistert. Es wäre alles Text gewesen, den auch ich bringen hätte können. Also schön, schön, ich bin sehr, sehr begeistert. Die nächste Frage ist: Woran merkst du, dass in einer Lehrveranstaltung, dass sich etwas durch das ICM, also durch den Einsatz von Methoden aus dem ICM, dass sich etwas verändert hat, unter Anführungszeichen? Fangen wir mit der Janja an. Es werden andere Fragen gestellt. Also nicht so viel zu dem, wie war das noch einmal, sondern eher, das kann sich jetzt nicht, das deckt sich nicht mit meinem Erleben in der Berufspraxis, weil Teil meiner Studierenden ist ja schon berufstätig. Oder die Fragen einfach über diese Inhalte, wer was, wann, wie, sondern vor allem, warum oder wie könnte man? Genau, das ist auch Ergebnis aus Forschungen, die ich mal gemacht habe, dass da wesentlich höher Fragen auf ein höheres Niveau kommen. Anita, bitte. Studierenden entwickeln Forschungsgeist, Entdeckerdrang. Sie möchten gerne etwas ausprobieren. Sehr schön, Entdeckerdrang, gefällt mir sehr, sehr gut. Und Heidi, bitte. Ja, also meine Erfahrungen sind, dass viel mehr diskutiert wird, dass viel mehr gefragt wird, so wie die Janja auch schon angedeutet hat, dass es auch mehr To-Dos gibt für die Studierenden, aber auch für die Dozenten selber. Man ist ständig aktiver als in herkömmlichen Lehrveranstaltungen.
Gut, wunderbar. Und dann, wenn jetzt ein Kollegin zu dir kommt und sagt, du, das ist ja, scheint ja echt ein unglaublich cooles Format zu sein. Drei Dinge, die du mir empfiehlst, auf die ich unbedingt achten sollte, wenn ich so etwas plane und umsetze. Liebe Heidi, drei Tipps, die du mir da geben würdest. Ja, drei Tipps. Gut Zeit einplanen für die Vorbereitungen. Nichts überstürzen, sondern wirklich sich Zeit nehmen und das Konzept von vorn bis hinten überlegen. Auch den Prüfungsmodus gleich dazu überlegen. Nicht vergessen drauf. Zweiter Punkt, die Studierenden über das Format und über die Vorteile, auch über den Zeitaufwand informieren, über die andere Lagerung der Tätigkeiten. Der dritte Punkt ist, dass man unbedingt als Lektor, als Dozent selbst auch für das Feedback Zeit mit einberechnet. Es ist viel mehr an Feedbackarbeit notwendig, laufend über das Semester. Und das darf man echt nicht unterschätzen, dass man die Arbeitsprozesse ja steuert und da auch Zeit dafür braucht. Genau. Janja, drei Tipps, die du mir geben würdest, wenn Also ich bei mir wäre das das ändere. zuerst. Schau die Videos von Professor Spannagel, die du eh auf YouTube finden kannst, damit du weißt, okay, wie könnte das aussehen. Dann wäre die zweite, sich mit anderen, die schon in dem Bereich tätig sind, auszutauschen, aber vor allem probiere es aus und lerne daraus. Jawohl, sehr gut. That's the spirit. Anita, bitte. VPM, Vision, Planung und Methode. Erst einmal möchtest du natürlich dir überlegen, welche Kompetenzen wollen deine Studierenden erwerben. Dann Planung, wann kommt welcher Happen an Information und die Methode, mit welchen Tools fühlst du dich sicher? Was macht dir Spaß? Womit hast du gute Erfahrung? Genau, und eine Frage habe ich noch vorbereitet und dann gibt es natürlich die Möglichkeit dann, dass die hier Anwesenden auch Fragen stellen können. Liebe Anita, bleiben wir gleich bei dir. Eine Vision, wenn du jetzt sagst, ich habe schon viel ausprobiert, ich habe schon viel gemacht und eine Sache, wo ich mir denke, ha, das war nur möglich, eine Vision für die Weiterentwicklung für das Inverted-Classroom-Modell, das du in irgendwelchen Lehrveranstaltungen umsetzt, ist. Meine Vision ist, dass Studierende sich sicher fühlen im Austausch interprofessionell. Jawohl, da arbeiten ja wir beide auch an ein paar sehr schönen Projekten gemeinsam, auch an einem Forschungsprojekt. Genau, Heidi, eine Vision, die du noch, wo du noch dranbleiben willst, weiterentwickeln willst. Für mich wäre so das Thema Begleitforschung. Also ich möchte dranbleiben, auch für die Absolventinnen den Outcome transparenter zu machen. Was bringt es denn de facto wirklich, wenn man intensiver mit ICM gearbeitet hat? Sehr schön. Und Janja, bitte. Ja, ich hätte gerne mehr Austausch unter, also jetzt die Kolleginnen haben mal Studierendenseite beleuchtet, aber ich hätte auch gerne, dass sich Lehrende untereinander mehr austauschen können, so eine Art Werkstatt, wo sie sich gegenseitig Tipps und Tricks geben können. Sehr schön. Solche Wünsche höre ich gerne. Genau. Bevor wir in die nächste Phase kommen, möchte ich jetzt mal an der Stelle die Möglichkeit geben, jeder und jede, die hier als Teilnehmende, Teilnehmende dabei ist, kann jetzt sagen, oh, mich interessiert es noch und einfach auch bedenken, alle drei Kolleginnen können Antworten geben, auch wenn das jetzt nicht dein Fachbereich ist. Also gerne einfach Mikro einschalten oder in den Chat schreiben. Jetzt wäre es die Möglichkeit, Fragen zu stellen an drei Kolleginnen, die das jetzt wirklich, also die das zutiefst aufgesogen haben, dieses Konzept und sehr lebendig, kreativ und ambitioniert umsetzen. Also jetzt die Gelegenheit, diesen drei Frauen eine Frage zu stellen. Sollen wir einfach drauf lossprechen? Du sollst doch einfach drauf lossprechen. Am Okay. besten sagst du noch ganz kurz, wer du bist und dann geht's schon los. Ja, ich bin Jörg Riedel aus Bremen, von der Uni Bremen, und ich arbeite in der Studierwerkstatt. Das ist eine überfachliche Begleitung für Studierende. Und was mich interessiert, ist, wie erklärungsbedürftig ist das Modell für die Studierenden, beziehungsweise wie viel Energie ist notwendig, um diesen ganzen Prozess in Gang zu bringen. Denn meine Erfahrung ist, dass Studierende vor allen Dingen jetzt auch in der Corona-Zeit eher mehr in die Passivität gedrängt werden in vielen Veranstaltungen. Gut,
Also, einfach, wer von euch 30 Berufen fühlt, zu antworten, bitte. ich habe jeweils nur 15 bzw. 14 Einheiten mit meinen Studierenden. Das heißt, ich habe nicht ganz so viel Zeit. Bei der ersten Veranstaltung habe ich die Informationen schriftlich nur gegeben. Bei der zweiten habe ich mich dann gedacht, nein, ich nehme ein Video ganz am Anfang von mir, wo ich erkläre, was ICM ist und wie das funktionieren wird. Das heißt, Studierende wissen nicht viel darüber. Man sollte auf jeden Fall meiner Erfahrung nach da Hinweise geben, was das ist, wie das funktioniert. Ja, aber dann hat es ganz gut geklappt. Also schon die ersten Übungen wurden gemacht, ohne dass ich eine Schleife gebraucht hätte, damit sie gesehen hätten, ja, wir müssen diese Hausaufgaben tatsächlich machen. Wer von euch beiden anderen noch was dazu ergänzen? Ja, ich denke mir, durchs praktische Tun ist es die beste Erklärung. Das heißt, Sie brauchen aber konkrete Anleitung. Das heißt, ich gebe Ihnen ganz am Anfang die Info, ich empfehle Ihnen schrittweise zu lernen und sag, schnappt euch einen Kalender, tragt euch in jeder Woche 2 bis 3 Stunden ein vor den LV-Terminen und da wird dann ein Auftrag kommen und dann habt ihr die Zeit. Dann spart ihr euch das nachher vor der Prüfung. Heidi, magst du noch was dazu sagen? Ja, nur ein ganz kurzer Punkt als Ergänzung. Ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass das Warum ganz wichtig ist. Also warum wird diese Lehrveranstaltung in Worded angeboten? Was sind sozusagen die Zusatznutzen daraus? Und in meinem Fall ist es eben zum Beispiel die Kommunikationskompetenz auch noch zu trainieren, abseits vom fachlichen Inhalt. Ja. Gut, vielen Dank für die Frage und vielen Dank für die Antworten. Wer möchte noch eine Frage jetzt stellen? Da haben wir jetzt noch die Gelegenheit dazu. 3 tolle Frauen. Bitte, ja. Vielleicht, ja, hallo aus Chur, Fachhochschule Graubünden. Judith Hüther ist mein Name. Ich bin die Leitung vom Blended Learning Center. Oder auch an die ganze Schwarmintelligenz hier vielleicht die Frage. Also unsere Lehrpersonen wollen jetzt gerade immer so Videos, also eben gibt es irgendeinen Tipp von euch, wie man Studierenden eben, wie ihr jetzt sagt, so diese Vorteile und so. Habt ihr da einen guten Tipp? Es gibt sicher im Internet einige, ich habe jetzt auch auf Englisch was gefunden, ja, wo die Studierende darauf verweisen können, eben sich kurz dieses Inverted Classroom mal, was sind da meine Vorteile als Studierender, so ganz kurz irgendwie anschauen können. So ein Intro-Video. Könnt ihr gerne auch ins Chat schreiben, eben vielleicht findet ihr da irgendwo in euren Schubladen was ihr Studierenden oder auch eine Folie oder zwei, die das nochmal zusammenfassen. Also klar sage ich den Lehrpersonen auch, sie sollen es am liebsten selbst authentisch, kurz, sich die Zeit nehmen, das Thema in ihrer Performance dann auch da kurz erklären, wie sie es vorhaben. Trotzdem war jetzt dieser Wunsch da und ich suche gerade noch was Gutes, sage ich. Was vor allem für Studierenden als Zielgruppe, nicht für Lehrpersonen als Zielgruppe, die Sache erklärt. Ja, gerne im Chat posten Sachen dazu. Danke für die Schwarmintelligenzfrage. Gut, dann werden wir hier miteinander weitermachen, weil das ist ja auch wir sind ja hier in einer interaktiven Session drinnen. Und ja, das nächste ist, wir werden jetzt gleich mit einem Answer Garden arbeiten. So, jetzt muss ich den richtigen. Ja, Christian, im Chat haben wir eine Frage. Vorteile und Nachteile für Lehrende. Ah, danke, 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 danke. Genau, wir haben Vorteile und Nachteile für Lehrende. danke, Raffi. Und ja, Anita, was sind denn mögliche Vorteile oder Herausforderungen? Ich sage lieber Herausforderungen für Lehrende. Herausforderungen sind, dass man selber ganz viel dazulernt und eigentlich das, was die Studierenden lernen sollen, nämlich sich selber vorbereiten und daraus dann in der Interaktion mit noch tieferem Wissen rauszugehen, dass man eigentlich denselben Prozess durchmacht. Okay. Heidi, was fällt dir da dazu ein? Ja, also ich finde es manchmal als herausfordernd, dass man in eine andere Rolle schlüpft. Man schlüpft mehr in diese Rolle des begleitenden und beobachtenden Coaches quasi. Und eine Herausforderung dabei kann für mich sein,
den Fokus auch nicht zu verlieren oder auch die Kernaussagen nicht aus dem Blickwinkel zu verlieren. Manchmal hat man so das Gefühl, okay, das Wichtige ist jetzt aber nicht von mir als Lehrperson gesagt worden. Das muss vielleicht auch gar nicht von mir gesagt worden sein. Es wird ja eh selber erarbeitet. Aber diese Kehrtwendung da so im Kopf zu schaffen, es ist mehr ein Begleiten als ein aktives Gestalten und Sagen. Ich denke, da passiert viel im eigenen Kopf. Genau, das würde ich auch genauso sehen und das unterstützen. Es fehlt einfach manchen, ich tausche mich oft mit Kollegen außerhalb von FH aus, und manchen fällt es einfach schwer, den Zepter aus der Hand zu lassen, gefühlt. Obwohl in Wahrheit gibt man ja die Inhalte, nur halt nicht in der Präsenzveranstaltung, sondern im Vorfeld. Und das fällt doch einigen schwer, zu glauben daran, dass die Studierenden sich die Inhalte aneignen werden. Beziehungsweise wirklich daran zu glauben, dass nur weil ich sie vortrage, heißt das noch nicht, dass mehr hängen bleibt, als wenn sie sage, da und da sind die Materialien mit diesen Fragestellungen, setzt du dich auseinander, und das wirklich zu vertrauen, dass da wahrscheinlich sogar mehr hängen bleibt, als wenn ich nur meine Vorlesung abspule, so wie ich sie vorher immer vorbereitet habe. Ja, genau. Der Helmut Kausler fragt noch, im Virtual Classroom ändert die Interaktion Lehrende und Lernende, aber auch Lernende. Inwieweit müssen sich die Lernumgebungen, Seminaren, Übungsräume auch ändern? Da sage ich kurz was dazu, weil wir sind ja gerade mitten dabei, das hat der Johann Haag bei der Begrüßung auch kurz angeschnitten, einen Zubau bekommen, und da haben wir uns sehr intensiv mit diesen Lernräumen beschäftigt, und die wesentlichen Aussagen dazu sind, diese Lernräume müssen so flexibel wie möglich sein, also möglichst leicht und einfach veränderbar, auch mit unkonventionellen Sitzmöglichkeiten, auch Sitzsäcke und so weiter. Also das Erste. Das Zweite, Wände sollten so einfach wie möglich bespielbar sein. Selbstverständlich sein muss Zugang zu WLAN und Strom. Also das, ohne dem geht gar nichts. Und was auch wichtig ist, dass es immer eine gute Verbindung zu einem gut überlegten, gut aufgebauten digitalen Raum gibt. Also jede Lehrveranstaltung braucht auch sozusagen in einem Lernmanagement eine digitale Ebene, damit dort gemeinsam, kollaborativ an verschiedensten Aufgabenstellungen auch in Präsenzphasen gearbeitet werden kann. Also Inverted Classroom Modell bedeutet eben auch digitale Möglichkeiten intensiv nutzen. Und auf der Ebene von der Struktur der Hochschule bedeutet es auch, dass zu überlegen ist, wo können Studierende sich wirklich gut, gemütlich hinsetzen, alleine, zu zweit, zu dritt, in Kleingruppen, um dort miteinander zu lernen, beziehungsweise um in einen Kontakt mit Lehrenden zu kommen. Und es sollte eben jetzt nicht nur neben Getränkeautomaten sein, sondern an möglichst vielen Orten. Und das ist eben ein Aspekt, den wir jetzt gerade beim Umbau sehr stark versuchen zu berücksichtigen, dass es solche Begegnungs-Lernzonen gibt. Wir haben auch ein Learning Lab, was eben genau für das ist, weil eben, also aus der Literatur ist es ja auch sehr deutlich, weil eine Hochschule mehr ist als ein Raum, wo ich hingehe und wieder nach Hause gehe, sondern auch eine Art von zweiten Wohnzimmer wird, wo ich herumflaniere und durchaus auch mit Kollegen, Kolleginnen auch mal den Abend verbringe. Also je gemütlicher und besser dieser Raum ist, umso gut. Und ja, wir werden auch in Zukunft physische Räume brauchen. Aber wichtig ist es auch, dass die Studierenden wissen, okay, wo ist jetzt ein Punkt? Das heißt, nicht 100.000 diverse Medien zu nutzen und unterschiedliche Anbieter, was jetzt digitale Angebote anbelangt, sondern dass man einen Punkt hat, wo ich weiß, okay, da finde ich meine Aufgaben, da kann ich meine Aufgaben dann auch abgeben, da finde ich alle Materialien, die ich benötige, und dann weiß ich, okay, daraus starte ich. Dass es nicht zu viel Optionen gibt, wo ich mich jetzt alles hinwenden muss, bis ich überhaupt alles beisammen habe für diese Vorbereitung, aber auch nachher für die kollaborative Zusammenarbeit. Ja, genau. Genau deswegen braucht es eben ein gut gemachtes, gut aufgebautes Lernmanagementsystem, natürlich eingebunden ins didaktische Design. Danke für die Frage, Helmut, und danke für die Beiträge. Ja, wir machen jetzt folgendermaßen weiter. Ich habe jetzt einen Answergarden-Link gepostet. Und wir werden jetzt hier Stichworte sammeln zu der Frage,
viele von euch haben schon jetzt auch in dieser Session eine Idee bekommen oder haben das auch selber erlebt, was eine Lehrveranstaltung, die am ISM ausgerichtet ist, ausmachen kann. Und was soll da noch dazukommen? Was soll noch intensiver werden? Bitte dort einfach Worte eingeben. Das wird automatisch in Kleinbuchstaben verwandelt. 20 Zeichen hast du Platz und du kannst natürlich mehrere Beiträge machen. Also bitte alle, die hier sind, so viele wie möglich Beiträge in diesen Answergarten hineinschauen und ich werde mir dann erlauben, zu einzelnen Beiträgen nachzufragen und dann auch unsere drei Expertinnen hier mit einbeziehen. Bitte im Answergarten Wünsche, Bedürfnisse aus deiner Sicht als Lehrender, Lehrende. Was soll eine ICM, am Inverted Classroom Modell ausgerichtete Lehrveranstaltung in Zukunft, also auch in 72 Stunden oder in einem Jahr, noch intensiver ausmachen? Was soll da noch dazukommen? Was brauchst du da noch? Was vermisst du da schmerzlich? Bitte eintragen und ich werde dann zu Sachen nachfragen. Ja, genau. Danke. Dogotal ist super. Danke, Raffi. Sehr schön. Also das Erste, was mir auffällt, ist, dass so Sachen wie Student Engagement, Eigenverantwortung sehr, sehr, sehr groß geschrieben sind. Und ich werde mir jetzt gestalten, zu einigen Wörtern nachzufragen, die ich spannend finde. Und natürlich dürfen auch die Heidi, die Anita oder die Janja zu Wörtern nachfragen oder noch was dazu sagen. Und das Erste, was ich natürlich unbedingt wissen will, ist, also Dogotal finde ich super. Das ist eine schöne Wortschöpfung. Und wer mag denn dazu sagen, was damit gemeint ist? Also, ich sage dir gern was dazu. Gerne, das danke. Kam von mir. Natürlich hat das was mit Tun und Go und digital zu tun. Ne? Ah. Nee, Schmarrn, Unsinn. Ich habe mich da verschrieben, habe es versucht zu korrigieren und dann wurde das nochmal abgegeben. War ein reiner Tippfehler, aber man kann natürlich jetzt da was schön hineininterpretieren. Ja, aber warum digital? Was meinst du damit? Ich wollte eigentlich digital schreiben und habe mich nur vertippt. Ja, aber warum digital? Was meinst du damit? Also ich finde diese selbstbestimmte und asynchrone Lernmethode finde ich ganz wunderbar und da spielt das Digitale natürlich eine ganz große Rolle. Die Möglichkeit auf allen möglichen Instrumenten, sei es jetzt das Telefon oder das Tablet oder auch der normale Computer, zu jeder Zeit, wenn es einem selber persönlich passt, nicht nur zu lehren, sondern auch zu lernen, also für beide Seiten. Also im Sinn von Digital Literacy auch weiterentwickeln, weil das halte ich für eine ganz zentrale Schlüsselkompetenz, wo es ja mehr darum geht, dass ich jetzt halt von links nach rechts wischen kann, sondern dass ich eben diese sowohl Endgeräte als auch Tools selbstbestimmt und auch gut nutzen kann. Danke, Tobias. Danke, dass du zu. Gerne. Und ich finde es das cool, dass dann andere deine Schreibweise aufgegriffen haben. Das ist voll genial. Genau. Interessant, was ich noch nachfragen mag, dann frage ich wen anderen, weil das auch für mich ein relevanter Aspekt ist, Student-Generated Content, wer hat denn das beigetragen? Und was meinst du damit? Hi, das war ich. Perfekt. Ich melde mich gerade zum ersten Mal. Du kannst das, super. Bei mir ist der Fokus beim Flipped Classroom jetzt gekommen. Ich bin Hochschuldidaktikerin an einer Fachhochschule in Mülheim. Und jetzt, klar, auch durch Corona sind bei uns viele Profs auch auf den Geschmack gekommen, sage ich mal, das Flipped Classroom. Mhm. Und ich glaube, dass der Punkt des Student-Generated Content, der ist ja auch durch Studien relativ gut belegt, generell jetzt unabhängig vom Flipped Classroom als ein sehr wirkmächtiges Lehrkonzept, wenn die Studierenden selbst Sachen beitragen. Und im Flipped Classroom habe ich jetzt den Eindruck, den Studierenden wird zwar gerade ganz viel Verantwortung auch übertragen, ne, für ihren eigenen Lernprozess, aber die Materialien sind dann doch immer noch von den Lehrenden ausgewählt und auch zur Verfügung gestellt worden. Und ich glaube, da liegt noch ein bisschen Potenzial, wo noch nicht so richtig hingeguckt worden ist, dass man den Studierenden selbst die Rechercheaufgaben gibt, zum Beispiel sucht doch selber mal nach guten Videos, was ist eine Schraube im Maschinenbau oder so. Ne? Und dass man dann eher in die Richtung geht, mit den Kriterien zu erarbeiten, woran erkenne ich denn, ob es ein gutes Lehrvideo ist oder nicht. Also dass man quasi noch eine andere Ebene sogar einfügen könnte. Das ist mir bis jetzt noch nicht untergekommen. Würde ich auch spannend finden für die Zukunft.
Genau. Und die Chance dahinter ist, dass da so auch offene Bildungsressourcen gemeinsam mit den Studierenden entstehen können. Also das ist ja auch eine Dimension, und ich sehe das ganz genauso, dass dieses Student-Generated Content sehr intensiv gemacht wird. Also Anita, du hast ja auch sehr viel damit gearbeitet, dass der Studierende selber Sachen gestalten. Magst du da noch was beitragen dazu? Ja, es war halt dann gut organisiert. In einem extra Fach Projektmanagement zum Beispiel haben wir Diätologie- und Physiotherapie-Studierende gebeten, gemeinsam Lehrstudien zu studieren. Oder Medienassistenz-Studierende in ihrem Projekt, dass sie ein Lehrvideo mit meinen Klienten, Klientinnen gemacht haben, das ich dann interaktiv fertig gestaltet habe mit H5B. Also das sind eben Ressourcen, die auch die Studierenden extra brauchen. In der Lehrveranstaltung habe ich es am Anfang mal ausprobiert und das hat dann vom Inhalt der Lehrveranstaltung eher die Energie abgezogen. Sie waren dann so, was mit diesem digitalen Tool und so weiter, waren sie eher gestresst und gefordert. Vielleicht haben andere bessere Erfahrungen, aber das waren meine, da hat das dann den Fokus verloren, worum es eigentlich im Inhalt der Lehrveranstaltung ging. Ja, das heißt, wenn ich sowas mache, dann braucht es durchaus auch Unterstützung von außen, sehe ich eh so. Wobei es auch sehr einfache Möglichkeiten gibt, eben H5B Medieninhalte zu gestalten. Da haben wir eben auch zuletzt sehr gute Erfahrungen gemacht. Gibt es noch jemanden hier bei uns, der mit Student-Generated Content oder Learner-Generated Content Erfahrungen hat und da was beitragen möchte? Also ich möchte vielleicht da noch was ergänzen dazu. Ich finde es ja immer ganz wichtig, sich zu überlegen, was ist denn der Zweck dann des Ergebnisses? Wofür möchte ich denn das Ergebnis einsetzen? Ist es wirklich nur, um sozusagen den Lernprozess anders zu gestalten und zu vertiefen? Oder soll dann dieses Video, das dann herauskommt, vielleicht sogar für eine Zielgruppe in der Praxis eingesetzt werden? Weil dann gilt es ja nochmal andere Maßstäbe zu setzen oder nochmal speziell drauf zu schauen, passt es jetzt so? Also das Ziel muss auch klar sein, wofür der Output dann gehört und geplant ist. Bei mir waren es keine Videos, sondern Visualisierungen, das heißt Grafiken. Und da war was ganz wichtig, weil nicht so viel Zeit da war, deswegen eben keine Videos. Aber extra die Studierenden hinzuweisen, bitte, wenn jetzt die Inhalte von woanders nimmt's, unbedingt die Quelle angeben. Das war zum Beispiel bei meinen Studierenden nicht von vornherein schon da. Darauf musste ich extra hinweisen. Und wenn man eben das dann für die Öffentlichkeit oder wie auch immer nach außen trägt, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass wirklich alle Quellen dann auch klar ersichtlich sind. Genau. Janja, wenn du die Wörter anschaust, die da gekommen sind, gibt es noch ein Stichwort, wo du gerne nachfragen möchtest oder wo du sagst, da sollte man noch jetzt einen Fokus hinlegen? Bei der Frage Workload bzw. ECTS, da wäre ich froh, wenn sich die Person melden würde und ein bisschen ausführen würde oder die Frage noch zu konkretisieren. Genau, Workload und ECTS, wer hat das beigetragen? Und gerne. Ich kann gerne etwas dazu sagen. Die Frage zielt eigentlich ab auf eine Situation, wenn mehrere Lehrende ICM einsetzen. Und wir haben also bei uns an der pädagogischen Hochschule manchmal das Problem, dass Studierende klagen über zu hohen Workload. Wenn man dann näher nachfragt, dann kommt man drauf, dass es vermutlich an der mangelnden Koordination und Abstimmung der Lehrenden untereinander liegt, dass einfach sozusagen in guter Meinung und dem Bestreben, ICM wirklich gut umzusetzen, den Studierenden einfach zu viel zugemutet wird und hier der Workload dann ein Ausmaß erreicht, der also mit den ECTS eigentlich nicht mehr zusammenstimmt. Ja, Johannes, wobei die Schwierigkeit ist, wo Studierende eher so an ihre Grenzen kommen, ist, weil vorher zu wenig auf ECTS geachtet worden ist. Das ist leider was ich oft erlebe, dass für viele Lehrende sozusagen Lehre bedeutet halt das, ich stehe mit den Studierenden im Raum, ne? Und natürlich, wenn ich dann anfange, sozusagen auch die selbstständige Lernzeit zu nutzen, dann spürt sich es für Studierende, die das nicht gewohnt sind, als mehr ein. Auf der anderen Seite gebe ich dir recht, ja,
Also es ist total wichtig, innerhalb von einem Studiengang, einem Modul, sich gut miteinander abzustimmen, auch mögliche Arbeitsspitzen abzustimmen und natürlich darauf zu schauen, dass das, was die Studierenden da machen sollen, mit den ECTS zusammenstimmt. Also da bin ich hundertprozentig bei dir, wobei da gibt es die gaussische Normalverteilung. Es gibt Leute, die schaffen das in der Viertel der Zeit, es gibt Leute, die genauso lang brauchen, es gibt Leute, wenn du denen sagst, schreib einen Text, als ob ein Blogbeitrag, die kommen zu dir und sagen, so, ich habe jetzt einen Blog aufgesetzt. Nein, natürlich braucht diese Person etwas länger und so. Johannes, du bist ja auch im Bereich pädagogische Hochschulen tätig. Wie ist denn das bei euch? Wie geht's ihr davor mit Workload, ECTS? Was ist da eure Strategie? Also wir haben jetzt die Unternehmung gestartet, uns einfach besser abzusprechen, uns besser zu koordinieren, um einfach das zu vermeiden, dass es Lehrende gibt, die einfach wirklich hier ein bisschen über das Ziel hinausschießen. Mhm. Wir haben wirklich eine, besonders, das hängt jetzt natürlich mit der Corona-Zeit zusammen, wir haben in der ersten Zeit unsere Lehre relativ aufwendig evaluiert und da ist sehr deutlich zum Ausdruck gekommen, dass die Studierenden über Überforderung geklagt haben. Sie haben eigentlich mehr Arbeit, sagen sie, als sie vorher in der normalen Präsenzsituation gehabt hätten. Gut. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass jetzt viele Lehrenden ICM-Modelle anbieten, ohne jetzt, sage ich jetzt einmal vorsichtig, genau zu wissen, was damit eigentlich gemeint ist. Ja. Mag wer was dazu sagen? Ich habe jetzt gerade jemanden räuspern hören. Was dazu sagen, weil ich das auch mitkriege von den Studierenden, wenn man ihnen viel anbietet, dann haben sie das Gefühl, sie müssen alles erarbeiten. Ja. Und dann kommt es ihnen so vor, als wenn ihnen die Zeit auch nicht reicht. Das heißt, jetzt gerade, wenn man es nicht mehr in der Präsenz bringen kann, dann kann es sein, dass man alles in Online stellt und da brauchen sie entweder einen Richtwert, so das ist wichtig und das ist freiwillig, oder man lässt das Freiwillige gleich weg, weil man selber schon erkannt hat, was eigentlich das Essentielle ist. Und das finde ich eben ist diese Herausforderung für uns auch. Meine Sicht auch noch. Danke, Johannes, für den. Ja, bitte, Katrina. Ich würde gerne auch was dazu sagen. Ich glaube, dass wir ja alle sehr schlecht geübt sind im Einschätzen des Workloads, dass wir das ja auch nie in unserer didaktischen Sozialisation wirklich gelernt oder auch kultiviert haben. Und ich denke, so Dinge wie, also das ist auch sehr, sehr runtergebrochene Strategien braucht auf unserer Seite, um da besser zu werden. Und da kehre ich jetzt vor meiner eigenen Tür ganz intensiv. Also zum Beispiel für mich ist jetzt eine Strategie geworden und das habe ich mir ganz neu erst angeeignet, so wie teilweise im Online-Bereich, im journalistischen Bereich oft am Beginn eines Blogbeitrags steht, Lesezeit 3 Minuten, dass ich wirklich, wenn ich einen Fachtext gebe, den selbst lese, langsam und sorgfältig lese, mir dazu Fragen überlege, also genau das, was die Studierenden dann tun sollen und dann nochmal ein paar Minuten drauflege, um für mich einschätzen zu können und so weiter. Also denke mir, da brauche ich jetzt nicht weiter ausführen, aber da wirklich sehr kleinteilige Strategien und hier ein Spektrum von Strategien sich zurechtzulegen, weil ich glaube, da liegt einiges im Argen und das hat ganz wenig nur mit ICM zu tun. Genau. Dort kommt es vielleicht jetzt an die Oberfläche, so wie anderes auch. Einfach auch, weil Studierende mehr zu Wort kommen. Weil wenn ich in der Frontallehre irgendwelche Hausaufgaben gebe und in Wirklichkeit nie wahrnehme, wo und wie die angekommen sind, weiß ich auch nicht, ob der Workload angemessen war, weil ich auch nicht weiß, ob es irgendwer gemacht hat. Genau, ganz genau. Ich erlebe es wichtig, mit den Studierenden darüber zu reden, wenn ich sage, du wirst für Aufgabe XY die und die Zeit braucht, dass ich auch nachfrage, wie viel habt ihr gebraucht? Weil das hat was mit Ernst nehmen zu tun und einfach darüber zu reflektieren. Und also diese Workload-Analysen, da gibt es ja ganz viele Studien dazu und das ist hochspannend und ein ganz ein sensibles Thema. Katharina, dann frage Dino, bei den Wörtern, die jetzt noch sichtbar sind, gibt es noch eins, wo du sagst, da möchtest du nachfragen, das interessiert dich besonders, ein Bereich, der da zu sehen ist bei den Wörtern.
irgendwas, was dir jetzt anhupft? Ja, natürlich. Also ich von meinem Hintergrund den Punkt der Gamification. Wer hat sich da was überlegt dazu? Genau, die Katharina ist eine Expertin in Gamification. Ganz kurz, was ein Satz, Definition von Gamification aus deiner Sicht? Aus meiner? Mhm. Ganz problematischer Begriff, weil es ja eigentlich so ein bisschen ein behavioristischen Hintergrund hat, eines Belohnungssystems. In Wirklichkeit kann man das natürlich viel, viel besser machen und muss den Begriff auch nicht so verstehen und definieren. Was es heißt, ist, dass ich einfach Spielelemente in einen Lernzusammenhang bringe, und das muss gar nicht im Sinne eines Belohnungsverfahren und Gewinn und Badges sein, sondern das können einfach sehr freie, spielerische, forschend spielerische Elemente sein. Und dann ist es ganz wunderbar, und deswegen würde mich interessieren, wer das geschrieben hat und was da für Gedanken dazu dahinter sind. Gut, wer hat sich mit Gamification, Game-Based Learning in der Lehre auseinandergesetzt? Gibt es da jemanden hier unter uns? Ja, Alex Klein, Konstanz. Ich versuche Gamification mehr oder minder für die Lehrenden, sagen wir mal, so ein bisschen zu bewerben. Also wir verwenden es jetzt nicht im Sinne von Belohnung oder solchen Sachen. Das ist auch gut möglich mit Badges. Aber wir haben zum Beispiel im Moment das Problem, dass wir in der Latinistik keine Exkursionen machen können nach Italien. Und die Exkursion wird jetzt in Form von Gamification sozusagen abgehalten durch interaktive Karten, durch die man sich gemeinsam klickt und austauscht in Foren. Also so versucht spielerisch eine Exkursion nachzubauen, ohne Belohnungssystem. Spannend. Schön, sehr schön. Also da vielleicht auch diese VR-AR-Geschichte drangehängt. Natürlich genau. In Zeiten wie diesen, klar ist es schöner, live irgendwo zu sein, aber wenn man sich auf diese Art und Weise was herholen kann, oder eben was herholen kann, was es nicht mehr gibt oder was man sonst aus anderen Gründen nicht besuchen kann. Da hätte ich vielleicht noch einen Nachtrag zum Thema User-Generated Content. Die Studis werden dem Kurs eine Wiki aufbauen, also zu den Orten der Antike in Rom. Und diese Wiki soll tatsächlich als OER zur Verfügung gestellt werden für spätere Kurse, aber auch für als Material für Schulen, wenn dann diese werdenden Lehrer dann in den Schuldienst treten. Also das heißt, wir versuchen da wirklich auch nachhaltig noch mitzuarbeiten und durch das Peer Review, durch die Dozierenden sind auch diese Materialien, die dann erstellt werden, diese Wiki sozusagen auch geprüft auf ihre Tauglichkeit, inhaltlich und hoffentlich auch didaktisch. Mhm. Super spannend. Gibt es noch jemanden aus der Game-Ecke hier unter uns? Danke, Alexander. Ja, einer ist auf jeden Fall unter uns, weil das bin nämlich ich selbst. Und der Raffi. Der Raffi. Ja, Game-Based auf Bezug auf Gaming, wortwörtlich. Achso. Der Raffi ist unser Gamer. Nein, also was ich ja gemacht habe, ich habe eine Dissertation geschrieben zum Einsatz von Improvisationsmethoden in der Hochschullehre und habe das auch mit der Heidi, haben wir da eine intensivere Forschungsreise miteinander begangen, und da geht es einfach darum, Assoziationsmethoden einzusetzen und szenische Methoden, und das funktioniert wirklich ganz, 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 ganz spannend im Hinblick auf das, was dort passiert, nämlich dass diese Methoden den Lernprozess vorantreiben und dass dadurch sozusagen ein Embodiment vom Wissen passiert und ein sehr tiefes spannende Auseinandersetzung mit dem, was jetzt eben spielendes Tun vorantreiben kann. Also kann ich nur empfehlen, in Word, also gerade im Inverted Classroom Modell
ist es möglich, eben Improvisationsmethoden gut einzusetzen. Genau, und der Raffi hat da auf unserer Seite den Link freigegeben dazu, zu dieser Dissertation. Gut, passt. Dann würde ich sagen, wir gehen jetzt noch einen Schritt weiter. Und ich hätte noch eine Frage an die Runde zu Gamification. Oh, Bernhard, yes. Universität für Bodenkultur, Bernhard Spangl. Wie sieht die Runde, wie seht ihr das Suchtpotenzial von Gamification? In der Lehre nicht. Ja. Katharina. Also in der Lehre ganz bestimmt nicht. Und also aus Den kann man jetzt auch gut argumentieren, aber glaube ich, führt hier zu weit. Und wenn wir aber von Gaming sprechen, also von Computerspielen im Allgemeinen, erstaunlicherweise auch ganz gering. Also da sagen uns die Studien, dass wir uns ziemlich entspannen können. Aber ich glaube, auch das führt leider jetzt, also da könnte ich jetzt lang dozieren, aber ich glaube, das ist nicht der Ort dazu. Aber ich denke jetzt, um es jetzt hier wieder in diesen Raum zu bringen, auch in diesen thematischen Raum, ich glaube, spielerische Ansätze beim Lernen und auch beim Lehren, und das bedeutet ja auch, dass wir Lehrende spielen dürfen, bringt einfach nur das, was jedem Kind letztlich das Spielen bringt. Freude, Motivation, Involviertheit, können wir jetzt die Liste noch fortführen, der Christian nickt. Also da können wir wirklich moralisch und ethisch, sind wir auf der sicheren Seite. Ja, was damit auch passiert, ist die Stärkung der Selbstwirksamkeit. Und das ist gerade in einer Zeit, wo es um die Sustainable Development Goals ganz intensiv geht und in Zukunft diesen Planeten ein ganz ein wesentlicher Bereich. Also Game-Based Learning, Gamification kann ein Ansatz sein, um eben mit dieser bedrohlichen Situation, in der wir leben, umzugehen und aktiv Handlungsoptionen zu entwickeln. Also auch dafür sehr, sehr, sehr wichtiger Ansatz und insgesamt im Inverted Classroom-Modell als Ansatz, um zum Thema Nachhaltigkeit mit Studierenden zu arbeiten, eben weil es um das eigenständige Auseinandersetzen, das Stellen mit der Angst, die dahinter ist, das Stellen mit der ungewissen Zukunft, das Corona-Lerchalschaus dagegen, sich mit dem auseinanderzusetzen. Also das halte ich für einen ganz, ganz, ganz wichtigen Aspekt. Ja, wir haben ja im Vorfeld angekündigt auch, und da möchte ich auch, weil ich das halt also für unseren Innovationsdialog als wichtiges Element finde, ist die Frage strategische Verankerung vom Inverted Classroom-Modell. Ich habe dazu ein Padlet vorbereitet und das ist jetzt natürlich noch leer. Und also das Erste, worum ich die hier Anwesenden bitte: Wenn du an das Thema strategische Verankerung von Methoden, Ansätzen aus dem Inverted Classroom-Modell denkst und das jetzt zusammenbringst mit dem Thema strategische Verankerung, was fällt dir da ein? Gibt es da Beispiele bei dir an der Hochschule, wie das gemacht ist? Gibt es da was, wo du sagst, das wäre wichtig, das zu machen? Sammeln wir hier mal kurz Beiträge in diesem Padlet. Jawohl, Doppelklick macht neuen Beitrag. Du kannst deinen Beitrag verändern und verschieben, die von den anderen nicht. Okay, Dankeschön. Danke für die Beiträge und ihr könnt es natürlich auch jetzt während des Dialogs, der sich jetzt hier entspannt entspinnt, noch nachschauen. Heidi, wenn du dir das so ein bisschen anschaust, was da jetzt an Beiträgen gekommen ist, was glaubst, wo denkst du, dass das jetzt, wenn wir an die Weiterentwicklung von Inverted Classroom-Modell bei uns an der Fachhochschule oder generell an Fachhochschulen und Universitäten und pädagogischen Hochschulen denkst, was erscheint dir da besonders wichtig und warum? Okay, sie hört mich nicht. Dann frage ich die Janja. Janja, bist du noch bei uns? Ja, ich bin da. Wenn du dir das anschaust, und ich sehe, spannend, dich zu fragen, weil du seit einem Jahr bei uns und etwa bist und
wenn du das anschaust, was da jetzt so gerade entsteht, was ist in Bezug auf die strategische Verankerung und die Weiterentwicklung auf die Visionäre von dem besonders wichtig? Da sind jetzt einige wichtige Punkte. Also mit dem Curriculum finde ich es schon sehr wichtig, aber auch so, wie es da steht, eben Leitfäden, ja, damit man, wenn man sich jetzt als Lehrende damit drüber trauen möchte und das wirklich anwenden will, dass man vielleicht nicht selbst zuerst alles erarbeiten muss, sondern schon einen Ort hat, wo man sich informieren kann und das aber auch aktiv den neuen dazugekommenen Lehrenden schon zu sagen, ja, weil viele wissen es gar nicht, dass es zum Beispiel an der FH diesen Blog gibt, wo man ganz viel über ICM lesen, lernen oder auch sich ansehen kann. Also ich glaube, dass diese Begleitung, wenn man neu zu einer Institution kommt und dann auch unterrichtend tätig ist, dass man das auch vermittelt bekommt, hey, du kannst da informieren, diese Kollegin, dieser Kollege hat super Erfahrungen damit gemacht, du kannst dort hospitieren gehen, ja, dass das, dieser Austausch auch vorangetrieben wird. Und nicht nur praktisch bei mir selbst als Lehrender jetzt dasteht, okay, ich möchte was machen, das heißt, ich muss jetzt selber aktiv sein, sondern dass mir das vielleicht sogar ein bisschen erleichtert wird. Ja, also das mit der Hospitation, das nehme ich gleich dazu, weil das ist was aus unserer Erfahrung ein ganz ein wichtiger Motor ist für die Weiterentwicklung von Lehre. Ja. Also Janja, hast du schon was hospitiert bis jetzt? Nein, noch nicht, aber ich bin dabei, das zu organisieren. Ich möchte auf jeden Fall mir ein paar Sachen ansehen, ja. Ja, genau. Also ich habe selber schon Lehrveranstaltungen selber hospitiert und habe mir das auch schon gewünscht von meinen Kollegen. Und also ich empfinde das als unfassbar wertvoll, wenn da jemand mit im Raum ist und die Person kann sich komplett auf den Prozess fokussieren und mir dann einfach auch rückmelden, was passiert hier tatsächlich an Dialog? Wie stark gelingt die Einbindung von Studierenden? Wo machen die mit? Was hindert sie daran mitzunehmen? Weil oft denke ich mir, mein Plan ist wirklich ausgezeichnet und dann passiert nicht das, was passieren sollte. Und jedes Problem, das in einer Lehrveranstaltung auftaucht, hat eine Geschichte. Und da ist die Hospitation einfach wirklich, 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 wirklich hilfreich. Also auch wenn es jetzt bei euch in der Hochschule nicht verankert sein sollte, dann bitte macht das. Und gerade jetzt in Zeiten wie diesen, das ist auch ein großer Vorteil, könnt ihr auch Menschen hospitieren, die ganz woanders sitzen, an einer ganz anderen Hochschule. An die Teilnehmenden jetzt hier, die mit uns im Dialog sind, was davon, was wir hier sehen, ist an einer Hochschule, an der ihr tätig seid oder die ihr näher kennt, was ist dort schon umgesetzt und was können Sie uns da berichten und was wäre gut, um das weiterzuentwickeln? Gibt es da jemanden, der sagt, na, das gibt es schon bei uns? Oder da probieren wir das aufzubauen oder da arbeiten wir daran, das aufzubauen? Armes Österreich, armes Deutschland. Es kann ja nicht sein, dass das bei euch noch nicht gibt. Heieieiei. Gut, ihr zwingt mich dazu, euch auch nachzufragen. Warte mal. So. Du, Christian, mal. Ich bin wieder da. Ich wollte was zu Janja noch ergänzen, weil du angesprochen hast, die Hospitation. Und wir haben das so eingebürgert bei uns, dass wir uns gegenseitig im Studiengang hospitieren. Aber ich finde es ganz wertvoll, auch so in andere Studienrichtungen zu blicken, jetzt fachunabhängig da zu schauen, welche Werkzeuge werden da verwendet. Das kann auch unheimlich bereichernd sein, so über den Tellerrand zu blicken. Mhm. Genau. Da bin ich ganz bei dir. Also wo ich es vermute, dass es Dinge in die Richtung geben könnte, ist beim Johannes. Johannes, habt ihr irgendwas von dem, was da jetzt aufgetaucht ist, schon angefangen umzusetzen oder auf welchen Spuren seid ihr? Ja, also wir haben vor einigen Jahren begonnen, Leitlinien für digitalgestützte Lehre an unserer Hochschule zu erarbeiten, die für alle verbindlich sind. Hervorgegangen ist es aus einem Lehrgang für Hochschuldidaktik, den wir seit längerer Zeit in Kooperation mit der BH Kärnten anbieten. Aus diesem Lehrgang für Hochschuldidaktik sind auch immer wieder von unserer Hochschule Lehrende hervorgegangen, die sich also hier in dieser Art und Weise, in dieser spezifischen Form weiterqualifiziert haben. Und diese Lehrenden
setzen wir als Begleitung und als Unterstützung Ihrer Kollegen als E-Buddies ein. Ah, wir haben das auch bereits jetzt in den Masterstudiengängen umgesetzt, die wir also hauptsächlich online gestalten beziehungsweise mit reduzierten Präsenzphasen gestalten. Und durch diese Leitlinien, die auch vom Rektorat abgesegnet wurden, hat eigentlich die ganze digitale Lehre eine Verbindlichkeit bekommen, die ihr sehr gut tut. Mhm. Auch bei jenen Kollegen, die gibt es ja wahrscheinlich immer und überall, die dem Ganzen weniger offen gegenüberstehen, hat sich jetzt dann doch gezeigt, also dass wir dadurch einen Prozess in Gang setzen konnten, der das ganze Thema der digital gestützten Lehre etwas in die Breite bringt. Mhm. Ja, genau. Super, sehr schön. Und das E-Buddy-System bei euch ist ja wirklich ein ganz entspannendes Modell. Warte mal, jetzt muss ich das richtige Fenster erwischen. Ich kann auch noch einen Eindruck geben. Ja, ja, zu den Austauschmöglichkeiten unter Lehrenden kann ich nur sagen, dass bei uns an der Hochschule München, Tobias Klemann, Hochschule München, hallo, dass wir da in kleinem Kreis, ähnlich wie jetzt hier auf der Konferenz, uns momentan auch zu den Ergebnissen des letzten Semesters austauschen, also einfach ein Zoom-Meeting einplanen und jetzt auch ein zweites Meeting planen, um ganz informell sich gegenseitig auszutauschen, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen und sich auch gegenseitig in die Moodle-Kurse gucken lassen, wie das so aufgebaut ist, die Struktur. Dieser informelle Austausch, auch im Hinblick auf eben die zwei Corona-Semester, das wird bei uns praktiziert. Allerdings in sehr kleinem Rahmen, nicht hochschulweit, einfach selbst motiviert. Mhm. Ja. Spannend. Darf ich kurz fragen, wer das initiiert hat? Das kann ich jetzt selber gar nicht sagen, weil ich dazu gestoßen bin. Ich denke, es waren ein, zwei Kolleginnen, die gesagt haben, das wäre eine tolle Sache. Und dann hat es seinen Lauf genommen. Und ich soll da jetzt auch in den nächsten Meeting etwas zu ICM beitragen. Insofern hat das schon etwas an Fahrt gewonnen. Sehr gut. Danke. So wollen wir das. Judith, bei euch in der Schweiz, wie schaut man da aus? Ja, und Schweiz, das ist, glaube ich, eben, man kann es genauso wenig pauschal sagen, wie Pölten macht ICM. Ja, wir haben es natürlich jetzt alles in der Strategie drin. Ja, und wollen und eben, wir tun und machen von den Support-Einrichtungen an allen Enden, aber eben in der Fläche haben wir es noch nicht. Aber ja, wie gesagt, wir sind jetzt auch dran, dass Studierende diesen Kulturwandel ein bisschen mehr sozialisiert werden, schon von Anfang an, von den ersten Semestern ab. Ich bräuchte jetzt konkretere Fragen. Die Frage ist, Strategie ist ja schön und gut, aber wie geht's, und Tobias kommt gleich dran, wie geht das, dass es dann sozusagen vom Papier in eine einzelne Lehrveranstaltung landet? Was ist da hilfreich? Ja, also wo wir jetzt auch noch eben dran sind, ist einerseits von top-down bisschen die Moodle-Struktur schon mal auf ICM. Also dass wir wirklich sagen, in Moodle ist Selbststudien, vielleicht auch eben Student-Generated Content, aber dass wir dann Stichproben machen, also dass das schon so eine Art Vorgabe ist, dass, sage ich schon mal, das Selbststudienmaterial da vorhanden ist und die Wissensaneignung da eigentlich passieren kann. Also dass wir so darüber ein bisschen versuchen, das zu modellieren, wie dann nachher wirklich die Verbindung von online zu Präsenz, ob da in der Synchronzeit dann nichts mehr wiederholt wird oder so, das wissen wir jetzt alles nicht, wie das wird, aber darüber versuchen wir einfach schon mal so eine Struktur einzuführen, dass man einfach eben die Wissens Inhalte versucht schon mal auf Moodle abzubilden. Ich denke, da ist schon mal ein großer Schritt getan, wenn das flächendeckend passiert, dass man dann den Freiraum ja hat in der synchronen Zeit. Ja. Danke, Judith. Danke fürs Einlassen auf die Frage.
Jetzt, nachdem die Heidi ganz wieder bei uns ist, frage ich die Heidi auch noch einmal, so, wenn du dir das anschaust, so Sachen, die du da siehst, die im Brainstorming gekommen sind, und du warst ja wirklich eine der Pionierinnen von ICM bei uns in der Fachhochschule St. Pölten und hast da mit mir alle Höhen und Tiefen durchlebt, die man da durchleben kann. Was erscheint dir da besonders wichtig, wenn du auch an eine möglichst glorreiche Zukunft des ICM denkst? Vielleicht auch für uns selber. Ja, ich sehe mich gar nicht so als Pionierin. Das ist total interessant, dass du das so siehst. Irgendwie freut mich das jetzt gerade. Ich habe selber da in dem Padlet eingefügt, die Verankerung im Curriculum. Ja. Wir hatten voriges Jahr eine Curriculumsüberarbeitung und haben da hin und her überlegt, inwieweit es den Sinn macht, ICM auch im Curriculum niederzuschreiben und zu berücksichtigen. Also da waren so Gedanken dabei, wie zum Beispiel, was passiert denn, wenn Lektoren, Dozenten wechseln? Kann man jemanden eine Lehrmethode sozusagen vorschreiben? Mhm. Da würde mich interessieren, was das Plenum dazu meint. Gibt es da Erfahrungen, Verankerung im Curriculum? Schöne Frage. Also bei einer Lehrveranstaltung steht drüber Lehrmethode im Inverted Classroom Modell und du kommst dazu, also auf Österreichisch würde man sagen, ein Frischgefangter, also eine Person, die noch wenig Erfahrung hat mit dem Modell oder die auch sagt, was ist denn das? Also was habt ihr da für Erfahrungen? Gerne aus dem hier anwesenden Plenum was dazu beitragen. Also wichtige Frage. Also, wer will? Mhm. Soll ich? Ja, klar. Also als rein jetzt formal kenne ich das nicht in keinem Curriculum, dass Methoden festgeschrieben sind, aber ich kenne selbstverständlich nicht alle Curricula dieser Welt, nicht annähernd. Aber wo ich mir sehr gut vorstellen könnte, wäre in einem Mission Statement zum Beispiel einer Hochschule oder einer Universität, weil es ja eigentlich viel mehr eine Haltung ist, die sich dann methodisch irgendwo mal niederschlägt. Aber letztlich geht es ja eben um Partizipation, um Mitverantwortung, um Mitgestaltung. Und ich glaube, dort könnte man es festschreiben. Ja, sehe ich genauso. Die Ilka aus von der Universität Paderborn und dann der Tobias. Ilka, bitte. Ja, danke. Ich finde das alles sehr spannend. Meine eigene Erfahrung mit ICM ist die, dass ich eigentlich selber als Lehrende erst bereit war, in den ICM zu gehen, als ich genug Lehrerfahrung hatte, weil man doch sehr flexibel sein muss und man muss den Lernstoff, finde ich, sehr, sehr gut kennen, um sicher genug zu sein, das zu machen. Deswegen finde ich zum Beispiel für Novizen, die kommen, echt eine wahnsinnige Herausforderung, zumal wenn sie ein Format übernehmen sollen mit Inhalten und allem, das kann ja aufgebaut sein, was sie selber nicht gemacht haben, also wo sie selber diesen Prozess nicht durchlaufen haben, weil ich glaube, für die eigene Lehrrolle ist das echt wichtig. Also ich wäre da, also das fest zu verankern, wäre ich vorsichtig bei Kursen, aber weißt du was ich, man könnte ja sagen, in einem Curriculum und in einem Studiengang sollten x Prozent der Kurse ICM-Formate haben. Sowas wäre ja vielleicht wirklich proaktiv eine tolle Sache. Ja. Tobias? Ja, also ich nehme da auch gerne nochmal Stellung. Ich sehe das als sehr kritisch, das vorzuschreiben. Denn ich denke, es gibt ja das Konzept der Freiheit der Lehre und es sollte eigentlich jedem Lehrenden, der sich hier einbringt, in seinem Engagement auch freigestellt sein, wie er dann seine Lehre gestalten möchte. Und das festzuschreiben, finde ich problematisch. Ich finde es eher oder fände es einen besseren Weg, über Veranstaltungen wie zum Beispiel auch diese hier, die Leute für dieses Thema zu begeistern und vorzustellen, welche Vorteile es hat. Aber es vorzuschreiben, da habe ich meine Probleme mit. Und ich möchte die Diskussion gar nicht unterbrechen, möchte nur ein Augenmerk drauf werfen. Mich würde interessieren, was mit studentischer Assistenz gemeint ist. Vielleicht können wir das später noch diskutieren. Ja, das sage ich dann noch was dazu. Aber wen wir jetzt zu Wort kommen lassen, ist die Janja. Weil die Janja ist ja eben relativ neu und hat freiwillig gesagt, ich mache das mit dem Inverted Classroom-Modell, weil das so cool ist. Und die Frage ist, erstens, wie wäre es für dich gewesen, wenn dir jemand das vorgeschrieben hätte, dass du das jetzt machen soll? Oder was war so dieser Punkt, wo du gesagt hast, das ist für mich das Richtige? Naja, dass ich mich schon vorher damit auseinandergesetzt habe, hätte gesagt, ja, passt super, sowieso, wäre in meinem Sinne. Aber mein Vorgänger hat das
anders gemacht. Also ich habe das quasi selbst eigenmächtig eingeführt. Mhm. Aber warum? Wie bist du drauf gekommen? Also außer durch meine unsagbaren Nein, also Inverted Classroom war einfach, ich weiß es nicht, wann ich überhaupt drüber gestolpert bin zum ersten Mal, und ich habe es einfach interessant gefunden, weil als ich studiert habe, mich oft und auch jetzt bei den Weiterbildungen oft geärgert habe, hey, den Text könnte ich mir selber lesen und wir könnten jetzt darüber diskutieren und nicht das jetzt durchkauen langsam für alle gleich langsam, weil da kann man ja nicht mehr differenzieren. Und aus dem Gedanken habe ich dann gesagt, ich möchte das anders machen, dass meine Studierenden sich die Inhalte in eigenem Tempo, so wie sie es brauchen, und wenn sie es 10-mal sehen müssen, ist es auch okay. Aber wenn wir dann zusammen sind, haben wir die Zeit, dass wir damit was tatsächlich Produktiveres tun. Ja. Und wirklich alle aktiver sind und sich nicht berieseln lassen. Gerade jetzt, wo sie ohnehin vor den Bildschirmen sitzen, da wollte ich nicht vortragen, weil das war mir klar, dass das keine guten Ergebnisse liefern wird. Also von dem, was es dann übrig bleibt oder was sie dann tatsächlich umsetzen werden für die Zukunft. Genau. Ilka hat sich zu Wort gemeldet. Nee, sorry, da habe ich mit der Technik gekämpft. Ich hatte die Hand krumm und dann wieder runtergetan. Oh, wir haben einen Chat auf Druck. Ja, ich habe es gesehen. Genau. Sorry. Zu den Deputatsanrechnungen komme ich gleich. Ich mag noch vorher auf die Frage von Tobias eingehen, auf die studentische Assistenz. Also bei uns an der Fachhochschule St. Pölten ist es so, dass jetzt unser Zentrum für Hochschuldidaktik, wo auch mein großartiger Kollege Raphael Brettner, der hier der Host ist, dabei ist, dass wir zwei studentische Assistenzen haben mit insgesamt 20 Stunden, und die werden dann Lehrenden zur Seite gestellt, die sagen, okay, ich möchte jetzt ein Lehrvideo vorbereiten, ich bin so und so weit gekommen und bitte unterstütze mich dabei. Und ihr erlebt es als einen der Erfolgsfaktoren, warum bei uns an der Fachhochschule St. Pölten das Inverted Classroom-Modell funktioniert, weil wir eben solche Personen dazustellen können. Ich meine, wir haben den Vorteil, dass wir bei uns im Haus Medientechniker-Studiengang haben und dass es auch Leute gibt, die das können. Grundsätzlich jetzt auf Deutschland übersetzt sind es dann wissenschaftliche Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die halt für diesen Bereich auch entsprechend geschult werden. Aber solche Personen braucht es, um eben so die kleinen und großen technischen Hürden zu überwinden, die mich sonst halt in die Verzweiflung treiben. Also das halte ich für einen ganz wichtigen Aspekt, auf das zu schauen. Genau. Und Best Practice zu Deputatsanrechnung. Frau Kessler, ich gebe zu, das Wort ist mir nicht ganz geläufig. Was ist damit gemeint? Damit gemeint ist, also die, wie es verankert werden kann. Also wir hatten vorher darüber gesprochen, von wegen, wie es strukturell verankert werden kann. Und da war für mich die Frage, also die Diskussion kam bei uns halt raus, wenn es nicht höher oder anders vergütet wird, also wie ich sozusagen ein Thema Anreizsysteme schaffen kann und ob es da irgendwie Beispiele gibt, weil bis jetzt war es vermehrt, dass es sinnvoll wäre, es tief zu verankern, also in der Struktur zu verankern, aber momentan wird kein Unterschied gemacht und somit auch dafür, dass vorher erwähnt wurde, dass mehr Aufwand ist und sozusagen die Newbies unter den Dozierenden, wie man, keine Ahnung, was ein anderes System sein könnte und ob es da an irgendeiner Hochschule Beispiele dafür gibt, was gut funktioniert hat. Ja. Gibt's Beispiele an euren Hochschulen, wo Personen, die sich intensiver in die Vorbereitung, Umsetzung von Lehre vertiefen, irgendwelche finanzielle Anreize haben? Sonstige Anreize. Anbieten für den Whirlpool. Alexander. Ja, bei uns haben wir die B3-Projekte. Das heißt, Projekte, die oder Lehrformate, die digitale Tools nutzen, digitale Strategien können, oder Lehrende, die das praktizieren können, beantragen zum einen Geldmittel und zum anderen eine Deputatsreduktion. Ja, also das heißt eine richtige Belohnung und Anreiz für Projekte, so finanziell besser auszustatten und dann eben auch durch die Deputatsreduktion auch mehr Zeit dann für Forschung zu haben. Läuft gut. Ja. Die Janja meldet sich zu Wort. Ja, ich wollte nur kurz ergänzen. Ich glaube nicht, dass es automatisch mehr Zeitaufwand bedeutet, außer ich möchte wirklich die eigenen Videos drehen und dann noch bearbeiten. Ja.
Aber ich greife zum Beispiel auf die fertigen Videos, die hochprofessionell gemacht werden, genauso wie ich sonst durch die Literatur durchackert hätte und gesagt hätte, das musst du dir durchlesen, das mache ich jetzt halt mit digitalen Medien. Also für mich ist das jetzt nicht automatisch, nur weil ich ASM verwende, ist das nicht automatisch mehr Aufwand für die Fortbereitung. Ja. Ich meine, dass grundsätzlich die Vorbereitung auf Lehre in Hochschulen etwas wert sein muss, das sehen wir uns hoffentlich hier allen bewusst und dass wir da sicher noch weiterentwicklungsfähig sind. Und es braucht sicher Kollegen, Kolleginnen, die da auch Unterstützung brauchen. Theoretisch haben bei uns die Studiengangsleitungen die Möglichkeit, Lehrenden zu sagen, ja, ich entbinde dich von dem einen oder anderen Semesterwochenstunden, dafür hast du mehr Zeit für dich vorzubereiten, also ohne natürlich finanzielle Verluste. Eins der größten Herausforderungen und ein substanzielles Problem ist, nebenberuflich Lehrende, die noch besser für diesen, vor allem für diesen, was wir auch heute schon gehört haben, diesen Aufwand, den es braucht, um Studierende zwischendurch Feedback zu geben, in dem Dialog mit Studierenden zu bleiben, dass sie dafür auch wirklich gezahlt werden. Also da muss man einfach sich anschauen, wie schaut das Entlohnungssystem für nebenberufliche Lehrende an. Also das ist sicher ein wesentlicher Weiterentwicklungsfaktor. Und also wie gesagt, also das, was eh schon gekommen ist, also Anreizsystem kann auch der Zugang zu kostenloser Weiterbildung sein, Zugang zu technischer Assistenz, Zugang zu hochschuldidaktisch kompetenter Beratung, ne? Und solche Sachen, also und vor allem das Wissen, dass es das gibt. Also das ist nicht selbstverständlich, dass das alle wissen. Und besonders wichtig ist auch zu überlegen, wie binde ich Nebenberuflehrende in die Kommunikation der Hochschule an. Da sind wir noch alle weiterentwicklungsfähig. Die Melina Zelig fragt, wie gehen Sie damit um, wenn Studierende nicht mitarbeiten und Aufgaben nicht erfüllen? Muss man dann das Ganze mit Modul wiederholen? Heidi, was machst du mit Studierenden, die nicht tun? Ja, also die Lehrveranstaltung, die hat bei mir einen immanenten Prüfungscharakter. Und insofern gibt es Teilaufgaben, die abzugeben sind. Genau. Und wenn eben die Teilaufgaben nicht positiv erledigt werden, da ist ja ein Spielraum drinnen. Aber wenn sie nicht positiv oder überhaupt nicht erledigt werden, dann hat das schon Konsequenzen, dass die Lehrveranstaltung negativ abgeschlossen wird. Mhm. Und ich finde das schon, vielleicht ist das jetzt ein bisschen altmodisch oder hört sich für mich jetzt auch gerade selber altmodisch an, aber ich denke, das ist schon ein wesentlicher Faktor, auch die Verbindlichkeit noch auf einem anderen Weg zu transportieren. Mhm. Ja, und natürlich steckt dahinter auch das Konzept des formativen Prüfen. Also Inverted Classroom braucht ein Weggehen von summativen Prüfungen und hin zu formativen Prüfungsformaten und kleinen, großen Aufgaben dazwischen. Und die Erfahrungen, die wir bei uns in der Fachhochschule machen, die sich aus der Literatur geben, dass Studierende stärker anfangen, selber zu tun, auch ohne diesen Anreiz, sage ich jetzt einmal. Ja, also ja, der Anreiz ist gut und wichtig und gerade am Anfang, aber sie tun dann insgesamt mehr, als sie eigentlich tun müssten und gehen damit sehr großen Engagement in Projekte hinein, bringen selber Ideen ein, bringen selber Fragen ein, also weil sie eben draufkommen, das tut mir selber gut. Also das ist ein Aspekt, der mir schon wichtig auch zu sagen ist. Also wenn ich im Inverted Classroom Modell einsetze, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die Studierenden auch von selber tun, ohne dass ich sie mit Punkte belohnen, da, unter Anführungszeichen, bestrafen muss. Ich finde, was für die Studierenden auch sehr motivierend sein kann, ist, wenn sie gutes Feedback bekommen. Also genau. Nicht kann motivierend sein, sondern ich finde, das ist der motivierendste Faktor, wenn sie auch das Gefühl haben, da wird sich Zeit genommen und gibt es ein gutes Feedback auf die Arbeiten. Mhm. Ich glaube, das ist der Hauptfaktor, ja, der einen selber motiviert dann. Ja. Und auch die Aufgabestellungen, ne? Wenn sie jetzt wirklich so praktisch sind, dass ich tatsächlich, ohne dass ich jetzt lang überlegen muss, ob mir das irgendwann in der Zukunft vielleicht möglicherweise zugutekommen könnte, sondern dass wirklich die praktischen Aufgaben verbunden sind mit Materialien, die zur Verfügung gestellt werden. Und bei mir haben tatsächlich alle die Videos angesehen, weil das sehe ich. Und das war die Motivation durchaus sogar höher, als ich zuerst befürchtet habe, dass es vielleicht beim ersten Tag nicht so sein wird. Ja, genau. Mein
Ja, bitte. Ich würde gerne noch eine Frage an die drei Vorredner jetzt unmittelbar dazu anschließen. Funktioniert das mit allen Lehrveranstaltungsformaten? Ja. Ich glaube schon. Hedy? Und man muss nicht alles flippen. Man kann ja Teile der Lehrveranstaltung flippen. Das heißt ja nicht, dass ich entweder alles oder gar nichts mache. Hm. Ja, also war es nicht gemeint, sondern für eine VU zum Beispiel an der Universität, also nochmals Bernhard Spangl, Universität für Bodenkultur, für eine Vorlesung und Übung oder wie das im Fachhochschulsektor heißt, so eine integrierte Lehrveranstaltung, funktioniert das wunderbar. Da gibt es auch diesen Anreiz, dass ich Zwischenaufgaben stelle und die auch benote und bewerte. Aber bei einer reinen Vorlesung habe ich da so meine Probleme. Und ich habe auch mit Kollegen gesprochen, also jetzt aus eigener Erfahrung, aber ich habe auch mit Kollegen gesprochen, wo die Studierenden tatsächlich mit der Erwartungshaltung hineingehen. Das ist eine Vorlesung. Und eine Vorlesung, auch bei uns im Rahmen unserer Satzung so festgeschrieben, ist mit einer einzigen Prüfung am Ende dieser Lehrveranstaltung, in dem Fall einer Vorlesung, abzuschließen. Ja. Heidi? Vielleicht noch Kommentare. Entschuldige, Heidi. Ja, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass es trotzdem funktioniert. Wir hatten ein Lehrveranstaltungsformat, das war eine traditionelle Vorlesung mit abschließender Prüfung. Und es gab dann auch eine abschließende Prüfung. Nur zwischendurch wurden auch Inverted Classroom Modelle eingesetzt oder Elemente eingesetzt. Aber es wurde nicht die gesamte Lehrveranstaltung umgekrempelt, sondern Elemente daraus. Also was mir da wichtig ist, ist, Inverted Classroom Modell ist ja auch ein Mindset, wie ich an Lehre herangehe. Und grundsätzlich ist immer die gesamte Lehrveranstaltung und ich entwickle halt bestimmte Teile immer weiter. Und zu dem, was der Bernhard sagt, also erstens kann ich das auch mit den Studierenden ausverhandeln im Dialog, wie das sein kann, also auch wenn in einer Satzung was anders drinnen steht. Und gerade Menschen wie Christian Spannagel, Jürgen Handke und solche Lehrende, die mit großen Gruppen oder Malte Persicke, die mit großen Gruppen arbeiten, die zeigen ja, dass eben die Studierenden sehr wohl vorbereitet kommen und dann eigenständig was tun. Oder der Christian Spannagel, der geht ja dann noch einen Schritt weiter, der sagt, es ist alles online da. In der Lehrveranstaltung geht es um die Vertiefung, um die Anwendung, um die Diskussion, um Fragen behandeln. Und das machen die Studierenden, weil sie eben für sich den Mehrwert unter Anführungszeichen, oh mein Gott, ich habe das M-Wort verwendet, sehen. Also in der Hinsicht, als sie dort hineinkommen und eben Fragen auf einem höheren Niveau stellen können, interaktiv mit verschiedensten Methoden machen, mit Real-Life-Problems arbeiten und eben an Herausforderungen, die etwas mit ihrem Leben zu tun haben. Weil warum kommen so viele, warum ist es so, dass im universitären Bereich bei einer Lehrveranstaltung, wo keine Pflicht dabei ist, warum bleiben da so viele Menschen weg von einer Lehrveranstaltung? Weil sie das Gefühl haben, das bringt für sie nichts. Ne? Warte mal, jetzt muss ich die Frage vom Tobias geschwind lesen. Heidi, du bist ja auch eine Inverterin und du hast ja viel Zeit und Mühe auch hineingesteckt in das Umdrehen. Wie war das dann, wie du das wieder gemacht hast für dich? Gute Frage. Es war vor allem die eigene Sicherheit, die ich dazu gewonnen habe, weil es schon einmal funktioniert hat und dann war ich immer viel sicherer, es wird beim zweiten Mal auch funktionieren. Und ich war auch mutiger, neue Medien, andere Werkzeuge oder auch deine Impro-Methoden einzubauen. Deswegen, das stimmt, man muss sich, finde ich, ein bisschen darauf einlassen wollen und einmal ausprobieren und vielleicht nicht so den Anspruch erheben, es muss jetzt gleich perfekt sein, sondern ausprobieren und einmal beginnen damit, mit Kleinigkeiten. Ja, Janja, wie erlebst du das mit, ergibt sich durch das Inverted Classroom-Modell, wie schaut es mit der Zeit aus, die du da hinein investieren musst? Wie gesagt, ich glaube nicht, dass ich nach dem klassischen Modell auch weniger Zeit gebraucht hätte, weil ich hätte jetzt
auch für die, wenn ich mir die Folien vorbereitet hätte, schon fürs Tippen, und ich hätte bestimmt nicht einfach nur Texten mit Bullet Points, weil das fand ich selber langweilig bei der Vorbereitung. Das heißt, ich hätte ohnehin, ich glaube nicht, weil wie gesagt, ich unterrichte auch woanders, und ich glaube nicht, dass es so viel Unterschied ausmacht, ob ich jetzt nach dem ICM-Modell unterrichte oder ob ich jetzt wirklich klassisch, ich gebe direkt in der Veranstaltung die Inhalte. Genau. Also also aus der Forschung und aus der Erfahrung, die wir da bei uns haben, ist es halt auch so, dass sich die Fokus deiner Tätigkeit, Tobias, verändert. Also du bist weg von jemandem, der nur vorträgt, du wirst hin zu einem Begleiter, und das braucht Zeit. Also der Zeitaufwand wird sozusagen durch Phasen, wo ich halt auch nebenbei mal da hineinschaue, mit den Studierenden kommuniziere, bleibt auf jeden Fall gleich, aber, und das zeigt sich ja aus Interviews, die ich auch geführt habe, und auch aus der Literatur, das Lehren macht mehr Spaß, weil ein wesentlich intensiverer Kontakt mit einzelnen Studierenden entsteht, weil ein wirklicher Dialog entsteht, weil von den Studierenden eben auch selber dann Beiträge kommen, mit denen man dann auch weiterarbeiten kann. Also es hat wirklich einen total partizipativen Effekt in Hinsicht auf gemeinsame Gestaltung von Lehre, und insofern ist einfach dieses Verantwortung teilen, ja, es ist da für mich so ein Schlüsselsatz. Und Tobias, wenn du am Anfang stehst, dann mag ich mich wirklich an die Janja und die Heidi anschließen, einfach probieren und tun und auf gut Österreichisch nichts scheißen, und ich kann dir versprechen, dass es für dich und für alle Studierenden, die mit dir im Lernraum sind, nachher anders ist, vor allem, weil sich alle mitverantwortlich fühlen für das, was herinnen passiert. Das ist übrigens ein Satz, den ich in meinen Lehrveranstaltungen immer sage: Alle, die im Raum sind, sind mitverantwortlich für das, was hier passiert. Und ich nicht. Ich stehe vorne mit der Zirkusdirektor, also in dem Fall ich männlich, ja, und hebe halt meine Peitsche, und dann hupfen alle, ja, und wenn sie es nicht tun, dann muss ich halt noch mehr in der Peitsche draufhauen, sondern es ist wirklich ein Dialog, wo auch ich herausgefordert werde, mich hier einzubringen. Ja, vielen Dank. Also ich bin hochmotiviert. Ich bin in der Umsetzung momentan und sehe, dass es natürlich auch eine Menge Arbeit macht. Nun bin ich einer von denen, die vorhin angesprochen wurden, von den nebenberuflichen Lehrbeauftragten, die noch ihr Berufsleben nebenher haben. Und die Hoffnung, die ich so ein bisschen habe, ist nicht nur, dass es mir mehr Spaß macht, weil das eigentliche Lernen ja sowieso beim Studenten selber oder den Studierenden selber passiert und ich dann mehr coole Dinge machen kann, wenn es in die Kontaktzeit geht. Aber ich habe auch so ein bisschen die Hoffnung, und ich hoffe, ich muss mich dafür nicht schämen, dass, wenn die Lehrinhalte sowieso online zur Verfügung stehen, dass ich dann das vielleicht langfristig doch noch besser mit meinem Berufsleben kombinieren kann, weil ich mir dann die Arbeit nicht, also die Arbeit spare, den Stoff vorzukauen, wenn man so möchte. Genau. Und da war eben jetzt die Frage, hat sich das für jemanden schon eingestellt? Kann man ja da jemand von berichten? Also die Janja hat gerade voller Inbrunst gesagt, genauso ist es. Weil bei mir waren die Veranstaltungen hintereinander. Das heißt, das, was ich beim, und Inhalte waren so gut wie ident. Das heißt, was ich für den ersten vorbereitet habe im Master, habe ich für das Digital Healthcare genauso verwenden können. Super. Das lässt sich dann natürlich, ich habe halt dann immer den Wunsch, das noch ein bisschen zu optimieren, aber da geht es einfach nur um etwas zu optimieren und nicht wieder jedes Mal aufs Neue zu machen. Und wenn ich es aber vortrage, dann muss ich es jedes Mal erzählen von A bis Z, weil sonst fehlen ja die Infos für Studierende. Genau, ja, super, danke. Ja, genau so ist es. Genauso sehe ich das auch so, und das ist auch meine Motivation. Gut, wir sind am Ende unseres Innovationsdialogs angekommen. Vielen, 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 vielen Dank für die Beiträge. Heidi, gloriose Schlussworte, ein Satz, der dir jetzt noch hängen geblieben ist, der dir am Herz brennt, wo du sagst, das muss jetzt noch gesagt werden. Ja, das ist ein gutes Intro für die Mittagspause. Das muss noch gesagt werden. Auf jeden Fall Mahlzeit und guten Appetit, aber einfach tun und probieren. Und den Mut haben, wenn was schief geht. Es geht ja nicht die Welt unter und man hat immer wieder die Chance dazu. Sehr schön.
Und Janja, ein Satz, der uns noch in die Mittagspause hineinträgt. Einfach sich untereinander vernetzen. Auch gerne mit mir. Genau. Und wir sind ja auch alle öffentlich zu finden. Also Heidi Ramler, Anita Kittritsch, Janja Dörsch und auch meine Wenigkeit sind öffentlich zu finden. Und voll gerne, wenn ihr im Virtual Classroom Modell ausprobieren wollt, machen wollt, dann fragt uns bei uns. Bei uns auf der Website gibt es umfangreiche Methoden, Materialien, Erfahrungsberichte und mehr. Ich poste das hier im Link hinein. Also gerne da schauen, da findet Erfahrungsberichte und natürlich auch bei der gesamten Dokumentation von der Inverted Classroom Modell Konferenz, da findet ihr sozusagen die Dokumentationen und Inspirationen zu Inverted Classroom. Und ich bedanke mich für die Janja, für die Heidi, für die Bereitschaft, dich öffentlich zu machen und an alle für die guten Beiträge. Ich wünsche euch eine gute Mittagspause. Alles Liebe. Baba.